Ja, wir sind in der Rotalpe, wie unschwer zu erkennen ist, aber eine Rotalpe, die ganz anders ist als sonst. Und da ist einer verantwortlich, den habt ihr mitgebracht, the one and only. Und ja, Dirk, du wirst jetzt ein bisschen mit dem Peter darüber sprechen, was es für ihn bedeutet, ganz oben in den Bergen aufzulegen. Wir sind jetzt hier am vierten Abend. Die Kondition ist hoffentlich noch da, Peter. Du, ich habe sie gestern Nachmittag genossen mit Langlaufski und bei dem super schönen strahlenden Wetter war es natürlich fantastisch, Kondition nochmal für heute Abend aufzubauen. Ich denke mal, heute werden wir ganz gut was auf die Beine stellen müssen. Der Henny Heine, Zweithausbesitzer in Kampen und extra für die Party gekommen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich habe das von dir und von unserem Präsidenten im Golfclub, Werner Rudi, gehört, dass diese Woche hier unten stattfinden soll. Haben wir gesagt, da sind wir natürlich dabei. Der Dirk und ich haben zwei ganz besondere Gäste. Der eine, der ist verantwortlich für den Leuchtturm und der andere für den Kutter. Und er hat, seit er in Lech ist, schon den Namen Herr Kutter mit seiner Frau gemeinsam. Ihr seid von Berlin mit diesem Fischkutter am Anhänger heruntergekommen. Wie war denn das, so quer durch Deutschland zu fahren? Spannend, absolut. Die letzten Meter waren besonders spannend, weil man hatte das Gefühl, dass die Leute denken, unser Navi wäre kaputt. War dieser Kutter jemals schon über 200 Meter Seehöhe? Nein, war er noch nicht gewesen. Und für uns war grandios einfach die Idee, den Kutter dahin zu schaffen, wo er eigentlich vielleicht sonst nicht hinpasst. Wie viel Nerven hat dich dieser Bau gekostet, Moritz? Ehrlich. Also ungelogen, ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, ich bin in zwei Wochen so gealtert wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Weil wir das Ding am 18. gekriegt haben als Gerüst. Ohne Verkleidung, ohne Tresenplatte, ohne Inhalt. Und wir hatten genau 10 Tage Zeit bis zum Verladetermin. Und das habe ich mit ganz vielen Freunden und ganz viel Hilfe gerade noch so geschafft. Hier sind wir am Stand für die Sylter Austern und ich habe zwei besondere Gäste bei mir, weil es nämlich auch Inselbewohner sind. Caroline und Peter, ihr wart schon auf Sylt, du zumindest, Peter. Wann kommt ihr endlich wieder? Wir kommen natürlich wieder, wenn die Lecher in Sylt sind. Ja, ihr beide seid eigentlich fast immer in Lech und jetzt wird es Zeit, dass ihr auch nach Kampen kommt. Und ich habe gehört, da gibt es schon einen Trip, der fix gebucht ist. Im August, Lech meets Kampen. Ich bin hier bei Manni Horn und der Pass ist zu. Du musst verlängern, aber ist doch mega, du kannst ausschlafen, Alter. Mehr geht doch nicht. Ja, das ist super. Ich freue mich auch irgendwie schon drauf. Also ausschlafen ist schon geil, aber so, weißt du, so eine Planänderung. Du hast einen Plan, Plan A, auf einmal, nö, du kommst hier nicht weg. Aber das ist so am Berg, wenn der Pass so ist, dann ist er zu. Ist so. Ja, und das sehe ich jetzt mal live. Ist hart. Birgit Friese, wie gefällt dir die Party? Ganz ehrlich, mehr geht nicht. Alle tanzen, alle sind gut drauf, essen super. Die Party geht jetzt erst richtig los, glaube ich, es ist 22 Uhr ungefähr.